Okay, salut zusammen, hier ist T-Fire von swissgraffiti.ch. Ich wollte euch schnell zeigen, von wegen Zeichnen mit dem iPad und so. Es gibt verschiedene Programme. Ich habe jetzt hier mal Sketchbook Pro abgeladen. Das ist mir am vernünftigsten gedacht für 8,80 im App Store. Also Schweizer Franken. Und man kann da verschiedene Sachen machen, wie auf Anhieb, da kann man zum Beispiel gerade Größe verändern. Also nein, das ist jetzt Stärke, also wie transparent das er ist, der Pinsel, und hier Größe. Dann gibt es da verschiedene Sachen, man kann hier Ebenen, dann kann man gerade auf 100% einstellen, Linien zeichnen, abspeichern und so. Und dann gibt es hier Paletten. Zum Beispiel Pipette, es hat hier mega viele verschiedene unnötige Pinsel. Und ja, es hat sehr viele Möglichkeiten hier. Zum Beispiel auch viele Werkzeuge oder so. Da kann man da zum Beispiel so eine Farbe wählen. Und dann kann man hier umzeichnen. Also zum Beispiel hier schnell eine Ecke tippen. Dann geht es zurück. Oder wenn man es mehrere gemacht hat, kann man hier. Wieder alles löschen. Ja, und für mich ist immer die Frage, in dem iPad zeichnen braucht es das. Ich habe mich dann informiert im Internet, YouTube und so, was es alles gibt. Habe dann das Programm abgeladen und wegen Stift geschaut und so. Es gibt zwei Stifte, im Moment gibt es schon mehr, wo für mich in Frage gekommen wären. Aber die sind alle ein bisschen komisch gewesen, außerdem kann man auch selber basteln, habe ich gesehen. Und eine Variante hat mich nicht schlecht gedacht, das ist die mit dem Wattestäbchen. Muss man vorne einfach ein bisschen nass machen, feucht machen. Und wichtig ist, dass der Finger die Watte berührt. Und dann kann man hier zeichnen. Habe schnell gemerkt, das ist ein bisschen komisch. Habe dann mit dem Finger angefangen zu zeichnen. Ja, und dann ist das Bild rausgekommen, wo ihr nachher gesehen werdet. Ja, mein Fazit ist, Zeichnen mit dem iPad ist gut für unterwegs, für Skizzen und so, aber wenn man dann schlussendlich ein gutes Bild will machen, bringt es nicht so viel. Wobei das Programm ist auch nicht teuer, aber gleich, es geht auch viel länger. Außerdem kann man nicht, wie zum Beispiel bei einem Grafiktablett mit Druck, Neigung und so, schaffen, auch Tastaturkürzel, oder bei dem Programm fehlt jetzt zum Beispiel, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, vorne zum Schreiben oder so. Man kann zwar auch Bilder einfügen und so, aber einfach ja, bildet euch eure eigene Meinung. Das Bild, das ich gezeichnet habe mit dem Finger, sieht so aus.